Rose Fröhlich heute, echter Patientenfall mit der Fragestellung: zwei Mahlzeiten oder lieber vier oder fünf Mahlzeiten? Was ist da besser? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin von Beruf mit eigener Praxis und Kassenzulassung in Lüneburg. Zurück zum Patientenfall. Also, echter Patientenfall, tatsächlich aus der Praxis. Und zwar kam ein Patient mit der Fragestellung, es war ein Ehepaar, mit der Fragestellung, ob zwei Mahlzeiten besser sind für die Gewichtsveränderung oder lieber vier oder fünf Mahlzeiten. Man muss da ein bisschen hingucken, was das Ziel ist. Wenn zwei Mahlzeiten nicht dazu geführt haben, dass das Gewicht runtergegangen ist, weil man meistens dadurch die Energie reduziert, also sozusagen häufiger zu wenig isst oder zu starke Heißhungerattacken kriegt und an bestimmten Zeiten sowieso eine dritte oder vierte Mahlzeit drin hat, weil man zum Beispiel ganz viele machen das, die haben dann plötzlich Süßigkeiten drin, dann ist es ja auch eine Mahlzeit, dann sind wir auch nicht mehr bei zwei, sondern bei drei oder vier, je nachdem, wann das stattfindet. Und dann ist es natürlich sinnvoll zu gucken, wenn ich mit den zwei Mahlzeiten nicht abgenommen habe und eventuell zwischendurch zusätzliche Mahlzeiten habe, weil ich dann in den Heißhunger rutsche, dann ist es sinnvoll, eh gleich gesunde Mahlzeiten einzubauen. Also dann kann man tatsächlich, wer mag, Frühstück, Mittag, Abendbrot. Man kann die Zwischenmahlzeiten, weil ja immer der Blutzuckerverlauf diskutiert wird, so gestalten, dass sie eiweißreich sind, also den Blutzucker zwischen den Hauptmahlzeiten nicht ansteigen lässt. Was mit eiweißreichen Produkten in der Regel gut geht, sowas wie Quark, Käse, Frischkäse, Wurstwaren, kann man für zwischendurch nehmen. Natürlich die ganze Gemüsepalette kann ich essen, zum Beispiel mit einem Kräuterquark und Gemüsesticks, weil die lassen zwischendurch den Blutzucker nicht ansteigen. Und dann habe ich das Ziel, immer wenn der Blutzuckerverlauf nicht so stark hochgeht, auch zu den Hauptmahlzeiten nicht so stark hochgeht, habe ich die Möglichkeit, dass langfristig das Gewicht besser runtergeht. Und die Begründung von mehreren Mahlzeiten ist auch, dass ich die richtige Kalorienmenge hinkriege, also den Grundumsatz nicht kaputt mache, wenn ich zu wenig esse. Und an der Stelle häufig auch genügend Eiweiß habe. Das heißt, wenn ich nur zwei Mahlzeiten esse, reicht es meistens mit der Eiweißlast nicht unbedingt. Das können Gründe sein, weshalb das Gewicht dann nicht runtergeht. Das Ehepaar hat sich dann dazu entschlossen, in die mehreren Mahlzeiten zu gehen. Die mochten sowieso gerne essen. Und im Nachhinein kam raus, dass sie am Wochenende sowieso in der Regel immer mehr gegessen haben. Das heißt, da haben sie nicht zwei Mahlzeiten gemacht, sondern sie haben dann tatsächlich immer mehrere Mahlzeiten genutzt. Und von daher kann man auch gleich gucken, dass man das vielleicht in der Woche genauso macht. Sonst haben wir nämlich einen Mini-Jojo-Effekt. Mal so essen. Und das ist an der Stelle tatsächlich besser, regelmäßig die gleiche Struktur zu nutzen. So, ihr Lieben, denkt dran, Plus weg, Abo abschließen, je nachdem, wo ihr mich seht. Also abonnieren, abschließen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ganz liebe Grüße, eure Sandra.